Rote Karte gegen Schiri-Gewalt. Unter diesem Motto demonstriert am Donnerstagabend in Berlin die Brigade Hartmut Strampe für mehr Respekt gegenüber Schiedsrichtern. Entstanden aus einer Idee eines Elf-Freunde-Redakteurs bejubeln die Schiri-Ultras seit 2015 auf den Fußballplätzen des Landes regelmäßig die Unparteiischen vom Seitenrand aus. Vom Sportplatz des Bezirksligisten FSV Hansa 07 zieht der friedliche Protestmarsch durch die Straßen Kreuzbergs. Denn Gewalt auf deutschen Fußballplätzen ist ein gewaltiges Problem. In den letzten Wochen, Monaten hat man ja leider mal häufiger lesen, hören müssen, ich glaube erst gestern sogar ein Video sehen können, dass die Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurbereich zunimmt. Und wir finden scheiße, wir sind heute auf der Straße und wollen ebenfalls mit kleinen Augenzwinkern, aber mit einem seriösen Hintergrund zeigen, dass es scheiße ist, gegen Schiris vorzugehen und dass Gewalt gegen Schiedsrichter keine Lösung ist. Beleidigungen, Handgreiflichkeiten, Pöbeleien. Immer öfter werden die Unparteiischen zur Zielscheibe. Von der Bundesliga bis zur Kreisklasse scheinen Respekt und Anerkennung für die Leistungen der Schiedsrichter mehr und mehr verloren zu gehen. Selbst körperliche Attacken gegen die ehrenamtlichen Regelhüter sind keine Einzelfälle mehr. Auch Andreas Winter hat das erlebt. Schon bei meinem dritten Spiel, wo ich offiziell Schiedsrichter war, musste ich dann unter Polizeischutz aus der Schiri-Kabine rausgeholt werden. Und jetzt das letzte Mal, dass ich richtig geschlagen worden bin, war am 30. April 2017. Ich hatte eine Jochbeinprellung und eine geplatzte Ohrmuschel. Matchwinner statt Buhmann, das ist die Devise der Brigade Strampe. Namensgeber der Organisation ist Hartmut Strampe, die Schiedsrichterlegende mit Schnauzbart aus den 90er Jahren. Support für die Frauen und Männer an der Pfeife, eine Aktion, die zur Besserung der Situation beitragen soll. Wir hoffen jedenfalls mit dieser Aktion einfach auf das Problem noch ein bisschen mehr aufmerksam zu machen. Statt all der ganzen Newsmeldungen, die man relativ schnell wieder vergisst und die man dann ad acta legt. Vielleicht ist das ja der Augenzwinkerer oder die Aktion, die dieses Thema mal von der anderen Seite beleuchtet. Ja, und im Idealfall der Fußballer auf dem Dorf im Amateurbereich sich denkt, ey, klar, ist behämmert, gewalttätig gegen den Schiri vorzugehen und einfach diese Lockerheit, diese Toleranz vielleicht auch mit übernehmen. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, ist vollgetankt, ist vollgetankt. Mit Fangesängen wie diesen, Trillerpfeifen und Spruchbändern will die Brigade jetzt verstärkt auf den Zustand des deutschen Schiedsrichterwesens aufmerksam machen. Keine Gewalt, mehr Wertschätzung. Die Unparteiischen verdienen mehr Respekt. Schließlich kann kein Fußballspiel der Welt ohne Schiedsrichter über die Bühne gehen.